Moin zusammen. Moin. Wie beim letzten Mal angekündigt, haben wir heute eine ganz spezielle Mission vor uns. Genau, wir besuchen heute nämlich ein paar Lohnunternehmer, die ja derzeit 24/7 in der Silomaisernte unterwegs sind. Und wir finden, dass die sich eine kleine Aufmerksamkeit verdient haben. Irgendwo muss hier einer sein, ist ja alles voll mit Lohnerstaub. Kann nicht weit sein, ne? Ah, da vorne ist auch einer. Wollen wir uns den gleich schnappen? Ja, sicher. Die Jungs von der KWS. Moin Matze. Moin Hagen. Moin Hagen. Was wollt ihr denn hier? Ja, wir wollen ja einen kleinen Besuch mal abstatten, mal gucken, ob alles läuft. Ja, wir häckseln hier gerade euren Mais. Das, ja? Was für eine Sorte seid ihr denn drin hier? Benediktio KWS, Deutschlands meist angebaute Maissorte. Du, wenn das so ist, dann haben wir dir auch noch was mitgebracht. Ein kleines Dankeschön. Oh, das ist ja super, ey. Hi. Wie läuft die Silomaisernte dieses Jahr? Danke, läuft gut. Wir sind alle 10 Häcksler gerade unterwegs in der Kampagne. Hier häckseln wir gerade Benediktio von KWS. Steht gut, TS-Gehalte passen momentan optimal. Ja, ich denke, wir sind noch 2 Wochen im Einsatz und dann haben wir es hinter uns. Wunderbar, das freut uns. Wir sind nicht mit leeren Händen gekommen. Wir haben euch was mitgebracht und wollten uns bei euch bedanken für die fleißige Arbeit, die ihr zurzeit hier macht. Tag und Nacht die Silomaisernte einfahren und wünschen euch noch alles Gute. Poloshirts gehen weg wie warme Semmel. So Leute, und wenn auch ihr für euer Lohnunternehmen einen Satz Poloshirts haben wollt, dann beantwortet uns einfach folgende Gewinnspielfrage. Wie heißt die meist angebaute Maissorte in Deutschland? Und schon seid ihr mit dem Satz Poloshirts dabei. Und wie Sarah Silomaisernte weitergeht, das erzählen wir euch beim nächsten Mal. Bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.